Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas Old World Blues. Und wir haben mit Dr. Möbius, Dr. 8, geredet und wollen jetzt mit dem nächsten Doktor reden, mit Dr. Dala. Ich liebe es, Sie atmen zu hören. Ach, ich drücke EF. Sie sind ein ungewöhnliches Exemplar. Einfach so frech in die mächtige Weite der Denkfabrik zu laufen. Furchtlos und stolz wie ein Teddybär. Zwischen Ihren höheren Hirnfunktionen und Ihres angstinduzierten Harndrangs dürfen sich Lobotomisierte uns nicht nähern. Oder gar mit uns sprechen. Und doch haben Sie keine Angst vor mir. Ihre Epidermis durchflutet von Blut, das geschmolzene Plasma darunter, Ihr Gesicht verzerrt von Ausdruck. Werden Sie mir nachgeben? Ein paar Worte sagen? Drehen Sie sich bitte zum Monitor, dass ich dies zur späteren Auswertung aufzeichnen kann. Der flinke Gelehrte schlug den trägen Paladin. Ja, ja, machen Sie weiter. Zu sehen, wie Ihre Lippen und Ihr Mund die Worte formen, gleichsam abscheulich und irgendwie... Wie fühlt sich das an, wenn sich das Fleisch in Ihrem Mund so bewegt, jeden Muskel zu kontrollieren und die Zunge, als hätte man einen Fisch oder eine extrem gewandte, sich räkelnde und windende Schnecke in seiner Mundhöhle. Sie scheinen mehr biologische Bedürfnisse zu haben als Ihre Kollegin. Was? Unsinn. Ach du meine Güte. Augen schließen, tief einatmen und dann gelangweilt strecken. Umdrehen und laut niesen, dann langsam an der Nase kratzen. Die Hände an den Seiten des Gesichts vorbeiwegen, dann schnell ausatmen. Dann Augen schließen, tief einatmen und dann gelangweilt strecken. Was? Was machen Sie da? Hören Sie auf. Warum zwingen Sie mich an dieser schmutzigen Formografie teilzuhaben? Genug. Ich bin bereits gefesselt. Sie haben mich ausreichend durchdrungen. Ich weiß nicht, was es mit der Biologie der Lobotomisierten auf sich hat. Sie infiziert meine Gedanken. Diese ganze Haut, Muskeln... und Gewebe. Warum lassen Sie es nicht geschehen? Es ist nichts Falsches, den menschlichen Körper anzusehen. Vielleicht hat das, was Sie sagen, doch einen Wert. Ich mochte es sehr zu atmen. Vor langer Zeit. Ich kann jederzeit wiederkommen und einfach nur atmen, wenn Sie das wollen. Das würden Sie tun. Ich schäme mich und doch bin ich gebannt. Gönnen Sie mir zwischendurch etwas Ruhe, sonst läuft mein Gel vielleicht über. Wenn Sie bereit sind, werde ich Sie Radar scannen. Langsam. Burble, burble. Bloop, bloop, bloop. Burble. Blob. Das letzte kleine bisschen. Danke, Lobotomit. Bitte kommen Sie später zu weiteren Studien wieder, wenn ich ausgeruht bin. Ich bin gerade ein wenig empfindlich. Ich glaube, die Frau hatte gerade einen Orgasmus. Durch Scan. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Aber mein kleiner Bär der Teddyhaftigkeit. Ich bin Dr. Dala, erste Hauptforschungsleiterin für Mineralogie und Medizin. Ich habe 211 Doktortitel in beiden Wissenschaften und Techniken, diese anzuwenden. Ich habe zudem einen Abschluss in Neugier und höherer Neugier. Doch wenn möglich, ziehe ich Feldforschung und Beobachten dem Studieren von Holobändern vor. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen.
Besonders jetzt. Ich bin Experte in Humanologie und Lobotomietverhalten hier im Big MT. Meine Forschung ist keine Formografie. Sie dient wissenschaftlichen Zwecken. 211 Doktortitel? Wie ist das denn möglich? Wir erschaffen hier im Big Mountain nicht nur wissenschaftliche Wunder, sondern auch neue Wissenschaften. Alles kann quantisiert, kategorisiert und seziert werden, bis jede Gruppe gruppierbar oder partitionierbar gemacht wurde. Oberster Hauptforschungsleiter, das sind eine Menge Titel. Was ist denn in der Hierarchie schon ein Name ohne Titel oder ein Suffix? Es ist eine bleibende Bewertung von Persönlichkeit und Bedeutung. Für uns ginge es nicht ohne. Sie müssen sich doch der Bedeutung solcher Zusätze bewusst sein, ebenso wie Sie sich ja selbst über einen Titel verfügen. Man nennt mich manchmal einen Kurier. Oh, ein Postbote. Ein Lieferjunge, der Pakete von Ort zu Ort trägt, indem er seine primitiven Füße oder ähnliche Beförderungsmittel verwendet. Sie sind der zweite, den ich kürzlich getroffen habe. Sehr verschiedene Exemplare. Es gab noch einen Kurier? Natürlich. Sie sind doch auch anderen auf ihren Reisen begegnet. Dieser kannte auch andere Kuriere, allerdings scheinbar nicht den richtigen. Er stellte uns viele Fragen, darunter eine sehr verblüffende. Wir mussten dieses Segment aus Sicherheitsgründen aus unseren Speicherbänken löschen. Wie war die Frage? Weder weiß ich das, noch sollten wir versuchen, darauf zuzugreifen. Vielleicht hat Dr. Klein die Logdateien. Meiner Einschätzung nach sollten Sie es dabei belassen. Ich glaube nicht, dass Klein dieses Gespräch als sehr zufriedenstellend in Erinnerung hat. Warum haben Sie mein Gehirn entfernt? Und wie? Oh, das Entfernen ist eine einfache Prozedur. Nun ja, die Komplikationen für Herz und Rückenmark außer Acht gelassen. Aber wenn Herz und Rückenmark erst weg sind, keine Probleme. Subjekt festschnallen, ein Lasereinschnitt um den Schädel herum. Knack, schnipp, fertig. Das Hirn ist endlich vom Hautmantel befreit, der automatisiert wird und zu Aufräumarbeiten im Big MT verbleibt. Lobotomisierte. Mit Ihnen jedoch stimmt definitiv etwas nicht. Wir hatten noch nie einen Lobotomiet, der weiter gesprochen hat, nachdem er lobotomisiert wurde. Ich bin erleichtert, dass das Beruhigungsfeld aktiv ist. Sonst müsste ich meinen Kollegen meine Besorgnis wegen der Sicherheitsprotokolle mitteilen. Wie kommt es, dass ich immer noch laufend spreche? Das ist eine gute Frage. Meine Theorie ist, dass die Tesla-Spulen in ihrer Hirnschale noch irgendwie mit ihrem Gehirn verbunden sind. Es könnte wirklich überall sein. Hirne sind sehr viel klüger, als ihnen die meisten Forscher zugestehen. Wir haben noch immer ihr Herz und Rückenmark. Sollten Sie Ihr Gehirn finden, wohin auch immer es geschlurft ist, könnten Sie wieder ein Mensch werden. Ich fühle mich so seltsam, friedvoll, aber angespannt. Die Beruhigungsfeldemitter senden ein Signal in die Leere Ihres Schädels. Ohne Ihr Hirn wird Ihre Aggression hier unterdrückt. Kann man es irgendwie abstellen? Warum sollten Sie das wollen? Sie könnten sich ihren Hormonen ergeben und ihre Uraggressionen an mir ausleben. An uns. Wieder und wieder. Dann müsste ich die Gefallen erwidern, meine Vivisektoren aktivieren und sie zärtlich von hinten lobotomisieren. Etwas, das ich nur ungern tun würde. Nein. Der einzige Weg, das Feld zu umgehen, ist, ein Gehirn zu besitzen. Und das haben wir entnommen, wie bei allen Lobotomisierten hier. Ich hätte weitere Fragen. Vielleicht stecken Sie in einer Endlosschleife verbalen Verkehrs fest. Ja, ich habe ja auch gleich Verkehr mit dir, wenn du weiter so redest. Können Sie mir etwas über Dr. Möbius erzählen? Dr. Möbius? Ein monströses Hirn, durchzogen von den Falten tausender Bosheiten, mit einem neiderfüllten Auge, das die Welt erkennt. Aus der Denkfabrik wegen Verbrechen verbannt, die zu abscheulich sind, um sie aufzuzeichnen. Und wegen Differenzen bezüglich der Forschungsmethoden. Sein furchtbares Auge starrt uns stets prüfend von der Kuppel in der verbotenen Zone aus an.
spioniert uns allen nach. Mit steigender Vergrößerung. Ich verstehe nicht, wie uns die Technologie, die klein will, helfen soll. Es wird alles klar werden. Wenn nicht, werden wir zumindest die Technologie hier in der Kuppel haben. Dort, wo alle Technologie hingehört. Wenn wir alle Technologie haben, alle Antworten, können wir sie mit der Welt teilen. Alles wird in Ordnung sein. Und alles wird wie Big MT sein. Mhm. Können Sie mir etwas über die große Leere, Big Mountain erzählen? Dieser Berg, jetzt Krater, umfasst die Summe des gesamten Wissens der Menschheit. Er heißt Big MT, wo alle Fragen Antworten finden. Sie werden sehen, egal was die Frage ist, Big MT liefert die Antwort, wie er es für so viele vor Ihnen getan hat. Vorherige Testobjekte? Oh ja, wir hatten Besuch von anderen Subjekten. Deshalb mussten wir das Beruhigungsfeld kalibrieren und die Hirnstrahlen und Vivisektoren aufwärmen. Erst vor kurzem kamen 3-1 Subjekte an. Sie haben verschiedene Experimente ruiniert und sogar 2 von uns verwundet. Es ist eine Schande, dass sie ihre Gehirne mitgenommen haben. Bei ihnen haben wir jedoch Maßnahmen ergriffen, dieses Problem zu unterbinden. Wir haben sie so konditioniert, dass sie weder über diesen Ort und seine Geheimnisse sprechen, noch sich gegen uns wenden können. Ist das nicht schön? Wunderbar. Warum haben Sie vorher 3-1 Subjekte gesagt? 3-1 ist 2. 2 sprachen mit uns. Nacheinander. Einer gemein, einer neugierig. Aber es gab einen dritten, mit dem wir nicht sprachen. Dieser ist -1. Er wurde traumatisiert und wird jetzt in einer unserer medizinischen Einrichtungen enttraumatisiert. Eine unschöne Prozedur. Was ist mit den Besuchern passiert? Fragen Sie Dr. O. Und Sie hätten einst 8 fragen können, bis er bei dem Angriff ernsthaft verletzt wurde. Wir mögen ihn so lieber. Ich hätte weitere Fragen. Ein Verhör? Wie faszinierend. Bitte beginnen Sie. So viele Fragen, ne? Wir haben genug geredet. Bis zu unserer nächsten Interaktion, mein faszinierender kleiner Lobotomit. Oh, keine Sorge. Wir können deinen USB-Anschluss mal austesten. Was? Hören Sie auf zu schweben. Ich meine, wenn Sie das wollen. Dr. O. Das Neueste vom Tage. Sprechender Lobotomit erreicht Denkfabrik. Seine Absicht? Unbekannt. Unbestimmt. Seine Anwesenheit hier? Unmöglich. Sie sind Dr. O, richtig? O? Oh ja, ich werde Sie nicht berichtigen. Zumindest haben Sie das mit dem Doktor hinbekommen. Dafür muss ich wohl auch noch dankbar sein. Eilmeldung. Was sehen meine Augenmonitore? Ist das Robco-Technik an Ihrem Arm? Tatsächlich? Wie können Sie es wagen, so etwas anzuschleppen? Was meint der Boy? Wie können Sie es wagen, Robco-Technik hier anzuschleppen? Und auch noch angeben wollen? Wie großartig Robert House und seine tolle Firma waren! Oh, unsere Securitrons sind 1000-mal besser als die von Big MT und sie halten 1000-mal länger. Seien Sie froh, dass ich keine Hände habe, um Ihnen diesen Stepboy vom Arm zu reißen und keine Füße, um ihn genüsslich zu zertreten. Nun, um Haus müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen. Mich Sorgen wegen Haus? Warum sollte ich? Hoffentlich ist er ganz allein in einem dunklen, schäbigen Kämmerlein verreckt. Das ist er. Und mit ihm seine verruchten Bottussis. Diese schmuddeligen, biologischen Fanghandschuhe. Schön langsam, ich wollte nur ein paar Fragen stellen. Na schön, fragen Sie. Ich habe gehört, Sie und 8 wurden von früheren Besuchern angegriffen. Dazu sage ich lieber nichts. Und 8 wird auch nichts dazu sagen. Dem haben Sie ordentlich das Sprachmodul kurzgeschlossen. Es waren auch nicht alle Besucher, nur dieser eine von Ihnen. Er nahm die Kontrolle von Little Yang Tse an sich, unserer alten Menschenfarm. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Dieser Mensch, es war unglaublich. Er brach aus der Denkfabrik aus, in Sekundenschnelle. Dann übernahm er Yang Tse, besorgte sich Bombenhalsbänder und fing an Testsubjekten zu experimentieren, bis er die richtige Frequenz hatte.
Wir schickten ihm Roboter entgegen, aber er hatte so eine aufgemotzte Laserwaffe, mit der er sie in Scheiben schnitt wie Käse. Papier. Als er sich in den Zentralrechner hackte, wurde 8 kurzgeschossen. Bei mir adressierte er die Prozessoren neu, um das Schienennetz zu kontrollieren. Für die zerstörten Bahntunnel können Sie sich bei unserem Besucher bedanken. Der hat die alles kurz und klein gemacht. Während wir versuchten, die Oberfläche zu versiegeln, brach er mit einem der Züge durch einen Tunnel. Inzwischen versiegelt. Aber... Wer waren die anderen? Noch 2 menschliche Exemplare. Eines kam nicht lange nach dem Unruhestifter. Und das letzte... Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich dachte, das erste würde man in Y-17 lobotomisieren, aber irgendwie ist sie entkommen. Das letzte Subjekt? Klein könnte mehr darüber wissen. Er sprach mit ihm und ließ ihn dann aus der Denkfabrik. Hoffentlich wusste er, was er tat. Warum? Klein weiß Dinge, die wir nicht wissen. Und ein paar dieser Dinge besprach er mit dem letzten Besucher. Gefährliche Dinge, wenn sie herauskämen. Was machen Sie hier? Alles, was mit Robotern zu tun hat. Wenn Sie einen Roboter sehen, dann ist er von mir. Ein Roboter in Einzelteilen? Von mir auseinandergenommen. Ich habe ein Händchen für Maschinen. Ich kann sie alle außer Betrieb setzen und in einem nicht funktionsfähigen Zustand erhalten. Das klingt nicht besonders beeindruckend. Maschinen kaputt machen. Ach, meinen Sie? Warten Sie nur, bis eine funktionstüchtige Maschine Sie bedroht. Dann werden Sie mich noch herbeisehen. Haben Sie einen anderen Namen? Habe ich, ja. Er lautete nicht immer Oh. Ich habe ihn standardmäßig angenommen, denn so ist es einfach leichter, einen Fehler einzugestehen. Dazu möchte ich nichts sagen. Das ist ein Wunderpunkt, der mein Gel gerinnen lässt. Sicher, ich bin ein guter Zuhörer, hab die richtigen Ohren dafür. Prima, Psychologie. Eindeutig die schlimmste aller Wissenschaften. Gleich nach Kolosko-Diaristik. Okay. Mein Name war und ist nicht O. Es war irgendwas Rundes und ein einzelnes Zeichen. Eine Ziffer, aber nicht O. Aber auch mit verbesserten Sensoren hat es niemand hinbekommen. Es kam immer nur der Buchstabe. Niemals die Zahl. Nun ja, wenn Sie Ihren Buchstaben mit einer Zahl verwechselt haben, dann ist Ihr Name Dr. Null. Jawohl, danke sehr. Null. Ich bin Null. Ist das so schwer? Eine schmale, dünne Null. Ich weiß nicht, Null klingt viel beeindruckender. Mein Name ist Null. Ich bin stolz darauf, klar? Er bekommt einfach nicht die Anerkennung, die er verdient. In Wahrheit hänge ich gar nicht so an dem Namen. Mir geht es nur darum, dass die Leute den Unterschied begreifen. Es ist nur, beide sind so rund und leer. Bei einem Monitorscan heißt es dann immer, ach, das ist O. Einmal Vivisektion, bitte. Wenn Sie zwischen O und Null unterscheiden wollen, ziehen Sie auch einfach einen Strich durch die Null. Was? Null. Ziehen Sie einen Strich durch. Habe ich einen Gehirnstrahl abbekommen? Genial. Ich meine, auf die Idee wäre ich natürlich selbst auch gekommen. Irgendwann. Ach, was soll's? Da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich komme nämlich auf gar nichts. Ich bin total nutzlos. Und genau deshalb sind Sie eine wahre Null. Richtig. Zumindest war der alte Name unstrittig. Oh, klingt eher nach Verwunderung. Oh, da bin ich in etwas reingetreten. Arithmetische Abrechnung. Nun, Null ist mächtig. Es resultiert alles, was damit multipliziert wird. Zu Null. Sie haben vollkommen recht. Auch die Multiplikation des Todes genannt. Spitze, echt? Zerstörer von Zahlen? Ich mache schon aus jedem Roboter, den ich studiere, einen Trümmerhaufen. Warum nicht auch aus Grundrechenarten? Ihre Lösung gefällt mir. Mit so einem Strich könnte ich mich hervortun. Wenn ich es denn wollte. Die größte Null der Denkfabrik. Niemand wird ihm entgehen können. Dem Strich durch die Mitte. Danke, mit Ihnen zu reden hat wirklich so einiges an Frustration gelöst. Reden? Was für eine primitive Form des Gedankenaustauschs. Also, Null, haben Sie irgendwelche erstaunlichen Entdeckungen, die Sie mitteilen wollen? Wissen Sie, meinen Namen so zu hören? Ich muss sagen, das wirkt angenehm entmagnetisierend auf meine Bildschirme. Was Entdeckungen angeht, tja, natürlich. Sehen Sie nur, eben gerade gebaut.
Erbaulich, nicht wahr? Elektroschrott. Das ist wirklich interessant, was das auch immer ist, Mama war. Ich versuche es gar nicht erst schön zu reden. Ich habe einen der Monitore kaputt gemacht und diese Innereien hier kamen einfach herausgepurzelt. Könnten Sie mir das aufbewahren bis... Naja, bis in alle Ewigkeit wäre mir sehr recht. Klar. Erzählen Sie mir von Möbius und seinen Monstern. Möbius, dem Genie, ist es gelungen, aus Ersatzteilen beeindruckende Roboskorpione zu basteln. Sogar einen Anstrich hat er ihnen verpasst. Habe versucht, sie auseinanderzunehmen. Aber jedes Mal fliegen sie mir granatenmäßig um die Ohren. Und ich trage Verbrennung davon. Jedes Mal. Angeblich hat er sogar noch größere Modelle. Sogar einen gigantischen Roboskorpion irgendwo in der verbotenen Zone. Na klar, ein riesiges Monster. Ein gigantischer Roboter-Skorpion? Tja, verrückt was. Wie aus einem uralten Science-Fiction-Film. Lächerlich und wenig wahrscheinlich. Mhm. Können Sie mir etwas über diese Einrichtung erzählen? Big MT war ursprünglich nur ein Berg. Aber dann kam es zu einem kleinen Missgeschick. Jetzt ist er ein Krater und die Kuppel liegt offen. Verstehen Sie mich nicht falsch. So wirkt der Nachthimmel wie ein Planetarium. Und all diese Spektren erst so entspannend. Ja, ich brauche mehr Deckel, um die Handelsfunktion der Zi oben zu testen. Vielleicht habe ich noch ein paar. Lassen Sie mich nachsehen. Ja, unter den Monitoren waren noch ein paar. Bitte sehr, hilft Ordnung zu halten. Ich glaube, wir haben uns lang genug miteinander unterhalten. Also dann, bis zu unserer nächsten planmäßigen Audioübertragung. Huch. So, 17. So, Medizin ist voll. Nahkampfwaffen, Energiewaffen vielleicht. Ich mach mal Energiewaffen. So. So. Gottes Willen. So, hierhin. Zertifizierte Technik. Durch ihr Wissen über Roboterkompetenzen könnt ihr Roboter einfacher aufbrechen und ausschlachten. Sie haben eine Chance von 25% auf kritische Treffer. Ja. Wise and Shine, Smother Ash. When sneaking, you can resurrect the death as powerful glowing ones. To perform the resurrection, you need the doctor's bag and a vial of centaur blood. Nee. Speak your mind. Das Ödland hat ihn also. Wenn ihr seid hier Lesern, Yucca Chemica. Die meisten Händler haben mehr NCR Money und Legionsmünzen. Das ist prinzipiell schon mal gut. Aber ich glaube, ich mache das mit den Robotern. So. Und ich mache einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.